Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal über den Nord Stage. Ich möchte mal anfangen, mit euch über die einzelnen Elemente, die Vorteile des Nord Stage zu sprechen. Ich werde dabei die einzelnen Sektionen vorstellen. Wir fangen heute hier mit dem Hauptbedienfeld an, sprechen dann natürlich auch über die Piano, die Orgel, die Synth-Sektion und die Extern-Sektion und die Effekt-Sektion. Und danach werden wir auf die einzelnen Möglichkeiten noch etwas detaillierter eingehen. Das heißt, hier stelle ich euch erstmal nur grob ein paar Sachen vorgehen und nicht im Detail auf alles ein. Am besten schaut ihr das Video bis zum Ende, denn da erzähle ich nochmal, was wir in den nachfolgenden Videos als nächstes machen werden. Fangen wir einfach mal an. Das hier ist quasi die Zentrale, mit der man alles einstellen kann. Und wir fangen jetzt einfach mal oben an. Wir haben hier oben die Morph Assign Sektion. Damit können wir das Wheel, den Aftertouch oder das Kontrollpedal einigen Funktionen zuordnen. Das ist nicht so ausgefeilt wie bei größeren Workstations wie dem Kronos, Montage und dem Phantom, sondern hier kann man nur ein paar Sachen einstellen. Aber was wichtig ist, das Volumen kann man einstellen, das kann man auch gegeneinander crossfaden lassen und das ist für mich tatsächlich gerade mit dem Control-Pedal eine wunderbare Funktion. Dann haben wir hier oben die Master Clock, die wir ein- und ausschalten können und vor allen Dingen auch hier tappen können, das ist ganz cool. Was man auch kann, also wir sind jetzt in das Menü gekommen, das kann ich einmal machen, indem ich hier länger drauf drücke oder Shift und drücke und hier sehen wir, dass wir hier intern unterwegs sind mit der Master Clock. Die kann natürlich auch von extern angesteuert werden über USB und MIDI. Das sieht man dann und kann man auch umstellen. So, hier kann man noch einen Teiler einstellen, das wird gebraucht für LFO-Ansteuerung beispielsweise, da gehen wir dann nochmal im Detail drauf ein. Dann haben wir hier einmal, können wir hier transponieren, an, aus. Mit Shift können wir Program Init machen, also es ist meistens so, dass das hier oben die Hauptfunktion ist und dann ich mit Shift eine zweite hier unten Funktion einblenden kann. So, und das funktioniert folgendermaßen, ich drücke hier drauf, halte die gedrückt und dann kann ich hier einstellen. Oder sie hat ausschalten. Das Ganze speichert sich netterweise im Programm. Das ist wirklich eine coole Sache. Das heißt, ich kann so die gesamten beiden Panels einfach hoch und runter transponieren und speichere das dann im Programm. Dann haben wir hier einmal die Split-Funktion. Die kann ich hier an- und ausschalten. Da passiert jetzt erstmal nichts. Wenn ich länger drücke, komme ich hier in das Split-Menü. Da gehen wir auch nochmal im Detail drauf ein, weil das ein bisschen, ja, es ist nicht kompliziert, aber es ist doch relativ komplex dafür, dass er eigentlich so eingeschränkt ist, was das Splitten angeht. Das kennt man von anderen Geräten so nicht. Dann haben wir hier das Drehrad, mit dem man sehr viel einstellen kann. Jetzt drücken wir hier auf Exit. Hier kann ich durch die Programme durchgehen, eigentlich durch alle Menüs. Wenn ich Shift drücke, kann ich hier durch die Liste gehen. Und genau, wenn ich Exit drücke, komme ich wieder raus. Dann haben wir hier einmal Store. Damit kann ich dann überschreiben, wenn ich zweimal drücke. Wenn ich Shift und Store drücke, kann ich den Namen ändern und auch die Kategorie ändern. Dann haben wir hier einmal den Song Mode, auf den wir detailliert nochmal eingehen werden. Wenn ich beides drücke, dann gehe ich in den Editiermodus. Was ist der Song Mode? Der Song Mode, beziehungsweise man muss wissen, dass die Speicherplätze hier immer von A1 bis A1.5 und dann von 2.1 bis 2.5 gehen. So, und das kann man jetzt netterweise nutzen, um hier einen Song Mode zu erstellen. Das heißt, ich habe in hier den Song 1 und habe dann in dem Song 5 unterschiedliche Programme, die ich dann einzeln auch zuweisen kann. Das ist das Schöne an dem Song Mode. Ich bin da nicht auf die Reihenfolge angewiesen, sondern ich suche mir, erstelle hier einen Song 101 und kann dann hier jedes beliebige Programm reinpacken und dann wechseln. Das ist vor allen Dingen dann gut, wenn ich für einen Song beispielsweise mehrere Sounds benötige, also für ein Refrain, Intro und Strophe, dann kann ich die hier einfach durchschalten. Das kann man natürlich auch ohne den Song Mode machen, weil ich hier auf diesen Tasten immer 5 Sounds im Zugriff habe und damit habe ich die Tasten jetzt auch schon mal einmal erklärt. So, dann haben wir hier einmal den Live-Mode. Ich brauche den nicht. Da gibt es auch mehrere Sets, nämlich 5 und jeweils 5 Sounds. Was beim Live-Mode unterschiedlich ist zum Song-Mode und zum normalen Mode ist, dass wenn ich irgendwas ändere auf der Bedienoberfläche, dass das direkt gespeichert wird. Ich muss nicht speichern drücken, das heißt, die Änderung wird beibehalten. Das ist natürlich, wenn man, ja, bei bestimmter Art von Musik ist das natürlich sehr cool, wenn dann alles gespeichert wird. Ich brauche den tatsächlich nicht, kann ich darauf verzichten. Dann gehen wir wieder raus. Und auch daraus so. Dann habe ich hier nochmal Buttons, mit denen ich durchschalten kann. Hier einzeln. Und wenn ich Shift drücke, kann ich durch die Bänke ABCD durchschalten. Das hatte ich ja gerade schon mal gesagt hier. Damit kann ich die Programs, die Songparts oder die Live-Parts ändern.
Und hier unten drunter sehen wir noch ein bisschen, wenn ich Shift drücke, kann man da noch einiges an Einstellungen vornehmen. Dann haben wir hier einmal die beiden Panels. Der Node Stage ist so aufgebaut, dass er sowohl Orgel, Piano und den Synth insgesamt zweimal hat, nämlich hier auf A und einmal auf B. Damit kann ich wechseln. Das verwende ich bei einigen Sounds auch. Oder wenn ich beide gleichzeitig haben will, drücke ich auf beide gleichzeitig drauf. Dann habe ich zwei Synths, zwei Orgeln und zwei Pianos direkt auf der Tastatur und kann die natürlich auch verteilen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, über Mono, also Shift und den, ein Mono-Out zu drücken. Da scheiden sich aber die Geister, wie gut das wirklich ist. Und Dual-Mode bedeutet in dem Fall, dass das Panel A über die interne Tastatur gespielt wird und das Panel B über die externe Tastatur gespielt wird. Wie man da noch ein bisschen mehr MIDI einstellt hier, das zeige ich euch später in den Untermenüs. Ja, dann ist der einmal, der graue ist einmal für Shift und Exit, der hat eine Doppelfunktion. Dann haben wir hier noch die Monitor- und Copy-Panel-Taste. Die ist auch ganz nett, wenn ich hier drauf drücke und dann einen Regler bewege, wird er abgefragt, ohne sich zu ändern. Das heißt, ich kann hier den aktuellen Status feststellen, wo ich bin. Und was auch cool ist, wenn ich jetzt hier auf Copy A drücke, dann kopiert er jetzt die Einstellung vom Panel A und dann kann ich die hier mit Shift beispielsweise auf Panel B schalten, wenn ich das möchte. Also, wenn ich jetzt hier Copy drücke und Panel A, dann kopiert er die Daten. Und wenn ich jetzt auf Panel B rübergehe, und dann mit, wenn ich jetzt hier auf Copy drücke und Panel A, dann kopiert er die Daten, Copy to Clipboard. Und wenn ich jetzt Shift, Monitor und B drücke, kann ich jetzt hier entweder tauschen oder einfügen. Damit kann man also die Panels hin und her schieben und auch kopieren. Und das soll es für den Einstieg auch gewesen sein. Im nächsten Video würde ich dann mit euch einmal hier diese Einstellungen durchgehen, um die Systemeinstellungen zu haben. Die sind aus meiner Sicht noch wichtig. Dann gehen wir erstmal in die einzelnen Sektionen rein und dann beschäftigen wir uns auch mit der More-Funktion.